Lenz und ihr seht hier, der Lenz TV und unser SK Sturm hat es geschafft. Cup-Finale. Wir haben Rapid geschlagen, 3:2 am Ende. Schwarzen! Also, 3:2 nach Verlängerung. Sturm fährt nach Klagenfurt. Wir fahren alle nach Klagenfurt. Eine richtig geile Sache. Ich bin komplett fertig. Ich bin euphorisch. Also, seid mir nicht böse, wenn dieser Nachbericht ein bisschen ungenauer wird als die letzten in dieser Saison. Ich bin geflasht. Die Stimmung war 120 Minuten übergeil. Und unsere Blackies haben es vollbracht. Mit Wille, mit Technik, mit Kraft. Rapid geschlagen. Zum ersten Mal in der Clubgeschichte hat man Rapid aus dem Wettbewerb im ÖFB Cup rausgeworfen. Und es ist einfach nur geil. Die erste Halbzeit gut begonnen. Unsere Blackies sehr druckvoll. Die erste Chance durch Rapid oder von Rapid durch, ich glaube, Schobesberger. Danach zwei gute Möglichkeiten von Sturm per Abschluss. Danach nochmal Rapid und dann das 1:0 für unsere Blackies. Ihr merkt meine Stimme mal wieder im Arsch, aber das ist heute wirklich egal. Guaita und Monchi, heute der Fußballgott vor dem Herrn, mit dem wichtigen, mit dem so wichtigen 1:0 für unsere Blackies. Ein Abstoßausschuss von Siebenhandel, weit, weit in den gegnerischen 16er und Guaita und Monchi verarbeitet das Ding und dann lässt er dem Rapid-Goalie keine Chance und es steht 1:0 für unsere Blackies und damit geht es in die Halbzeit. Zweite Hälfte, das Spiel verflacht ein bisschen. In der ersten sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Sturm. Und zweite Halbzeit, bisschen Leerlauf. Das Spiel lebt mehr von der Spannung. Und dann aus dem Nichts das 1:1 für Rapid. Siebenmantel kann einen Schuss nur kurz abwehren. Und dann kommt Schobesberger vors Tor, trifft das leere Tor und trifft zum 1:1. 58. Minute. Der Ausgleich für Rapid, aber Sturm beweist Moral. Auf einmal Brandon Avocci schon wieder allein vor dem Rapid-Tor und er macht ihn eiskalt, wie ein Goalgetter das machen muss. Zum 2:1, Minute 62 ungefähr rum, die erneute Führung für die Blackies. Alles denkt sich, okay, das Ding ist gewonnen und dann nach einer Ecke in Minute 83 rum, knapp vor Schluss, Eckball Rapid. Das 1:1 übrigens durch Louis Schaub von den Rapidlern ganz nebenbei. Und dann 83. eben Eckball Rapid und Quilitaia aktuell ein bisschen besser in Form, macht den Ausgleich. Und damit geht es leider Gottes in die Verlängerung. Alle sind mit den Nerven am Ende, ich inklusive. Und dann reißen sich unsere Jungs doch mal richtig am Riemen. Nach dem 2:2 gibt es zunächst noch ein bisschen Zittern. Rapid ist am Drücker, hat Chancen auf die Führung, auf das 3:2. Macht es nicht und dann in der Verlängerung Flanke über die linke Seite, Peter Schul auf Emeka Freude, Esse und er trifft dann in der, keine Ahnung, 103. Minute der Verlängerung zum 3:2 für Sturm. Man bringt das Ganze über die Zeit, alle sind fertig, alle sind happy, alle sind glücklich und wir fahren nach Klagenfurt, also ich bin am Verrecken, es tut mir leid, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber für mich das geilste Spiel dieser Saison. Von dem her. Das geilste Spiel ever! Jawohl! Wir sind im Cup-Finale, Kämmer! Hurra! Für alle Sturmfans da draußen! Ihr seid dabei, Quint! Wir waren da dabei! Kämmer! Von dem her. Sturm vermeidet das verdammte Elfmeterschießen, Rapid kann nicht mehr zulegen. Und wir fahren nach Klagenfurt! In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht und wir sehen uns. Wir sind im Cup-Finale. Finale, Finale. Wir sind im Cup-Finale. Finale, Finale. Wir sind im Cup-Finale. Finale, Finale. Wir sind im Cup-Finale. Finale. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.